Du hattest ein wirklich schönes erstes Date und du würdest die Frau gerne wiedersehen. Aber irgendwie meldet die sich nicht mehr oder irgendwas ist vorgefallen, wo du denkst, Mist, ich glaube, ich habe es vermasselt. Kann man das noch retten? 5 Tipps, wie es funktionieren könnte. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin von mittlerweile 6 Beziehungsbüchern und Beziehungsmanagerin. Ich verhelfe anderen zu glücklichen Beziehungen und vor allem zur glücklicheren Beziehung zu dir selbst, um dann eben auch einen passenden Partner in dein Leben ziehen zu können. Wir reden heute über vermasselte Dates. Das ist wirklich übel. Ich möchte dir heute 5 Tipps geben, was du tun kannst, wenn du ein Date vermasselt hast, um es doch nochmal zu retten. Wenn du das Thema interessant findest, gib mir doch gerne schon mal ein Like, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, Date vermasselt. Ich kann ja nur sagen, 100 miese Dates und die Suche nach der Liebe. Da ist echt einiges schiefgelaufen. Und es ist manchmal wirklich erstaunlich, was die Männer sich denken oder auch nicht denken. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber als Frau denkt man da manchmal wirklich so, so, was ist da los? Wie ist das möglich, dass das passiert ist? Daher, also, ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist, warum dein Date jetzt vermasselt ist. Aber mal angenommen, die meldet sich nicht mehr und irgendwas ist Blödes ist passiert und du findest die aber richtig toll und du willst sie trotzdem unbedingt wiedersehen. Ja, aber was machst du jetzt? Also, als allererstes nicht ewig abwarten, sondern die Initiative ergreifen, weil vielleicht will sie dich ja sogar auch wiedersehen und du hast es einfach nur nicht auf dem Schirm und denkst, nee, ich glaube, ich warte einfach mal ab, bis sie sich meldet. Und dann melden sich beide nicht und warten, bis sich beide irgendwann mal melden. Und dann noch die 3-Tage-Regel, diese bescheuerte, die sich unbedingt ein Mann ausgedacht haben muss, weil keine Frau würde sagen, der Mann muss 3 Tage warten, bis er sich meldet. Das ist bescheuert. Huch. Die 3-Tage-Regel, die ist bescheuert. Die macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Die macht nur dann Sinn, wenn man irgendwann später in irgendwelchen schwierigen Konstellationen ist, wo man tatsächlich dann auch mal ein bisschen abwarten sollte und dieses Spielchen leider vielleicht mal überlegen sollte, ob man nicht mal wartet, bis man antwortet. Ja. Wenn du aber ein schönes Date hattest und es war toll, dann kannst du ihr abends ruhig zum Beispiel auch schon mal schreiben und fragen so, ja, ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Irgendwie sowas. Naja, aber jetzt geht es eben darum, Date vermasselt. Also Initiative vergreifen. Initiative ergreifen, weil vielleicht hast du das Date ja gar nicht vermasselt. Vielleicht ist das nur in deinem Kopf, dass du denkst, du hättest es vermasselt, weil du dir zu viele Gedanken machst, ob du irgendetwas falsch hättest machen können oder ob du irgendetwas falsch gemacht hast. Daher schreib sie einfach mal an, frag, was sie macht, wenn du jetzt nicht direkt am gleichen Tag schreiben willst, was sie macht, wie die Woche so ist, und frag, ob ihr euch wiedersehen wollt. Und am besten fragst du direkt nach einem Termin und fragst, hey, wie sieht denn deine Woche so aus? Ich fand unser Date wirklich schön, ich würde dich gerne nochmal wiedersehen. Wann hättest du denn diese Woche Zeit? Das entscheidende Wörtchen liegt auf wann. Nicht, hast du Zeit? Ja, ich hätte Zeit. Kommt dann als Antwort, sondern wann hast du Zeit? Damit ihr diesen Termin auch direkt ausmachen könnt. Das ist also Punkt Nummer 1. Ergreift die Initiative. Punkt Nummer 2. Ruhe bewahren. Mach dich locker. Versuch wirklich da nicht ein ständiges Gedankenkarussell und dich verrückt zu machen. Genieß einfach nochmal die Situation, wie sie gewesen ist. Hol dir das gute Gefühl zurück, wie schön es war, auch diese Frau kennenzulernen. Und bewahr erstmal weil aufgeregt und du schreibst dir dann wird das auch irgendwie komisch. Daher bleib erstmal bei dir selbst. Punkt Nummer 3 hatte ich eben auch schon angesprochen oder angeschnitten, nämlich überprüf mal deine Wahrnehmung. Hast du das Date wirklich vermasselt? Ist es wirklich so schlimm gewesen, dass dich diese Frau wirklich nicht mehr wiedersehen will? Und wenn du tatsächlich etwas verbockt hast,
Dann entschuldige dich halt dafür. Sagst du, hey, sowas passiert mir normalerweise nicht, aber ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich dich wirklich richtig gut fand. Sowas zum Beispiel. Überprüf deine Wahrnehmung, wie das Date tatsächlich gewesen ist. Ganz wichtig. Denn vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie du es jetzt gerade dir noch in Gedanken ausmalst. Punkt Nummer 4. Dein Selbstwert. Bist du selbstbewusst? Hast du einen eigenen Selbstwert? Und frag dich doch mal, ob die Frau dich wiedersehen will, ja, aber frag dich auch noch mal ganz genau, ob du wirklich die Frau wiedersehen willst. Ist es die Person, die du wirklich gerne treffen möchtest? Sagst du, ja, na klar will ich das, deswegen schaue ich mir überhaupt auch dieses Video an. Ja, aber manchmal ist es auch so, wenn man sich lange alleine gefühlt hat und einfach froh ist, wenn man jetzt jemanden gefunden hätte, dass man dann gar nicht mehr so wählerisch ist und zu schnell zu viel will. Daher überprüf das mal für dich und deinen eigenen Wert. Was willst du wirklich? Find das mal für dich heraus. Punkt Nummer 5, die Selbstreflexion. Wenn du also Kopfkino hast, also die Punkte, die wir vorher hatten, wenn du deinen eigenen Selbstwert nicht kennst, wenn du nicht selbstbewusst bist, wenn du immer mega nervös bist auf einem Date, wenn du Frauen gar nicht erst ansprechen kannst, wenn dir komische Dinge passieren oder du Schweißflecken kriegst, wenn du dann bei dem Date bist, fängst an zu stottern oder sowas, dann beginne dich selbst zu reflektieren. Schau mal, in welchen Situationen das passiert, ganz genau, warum das passiert, was ist denn das Schlimmste, was wirklich passieren könnte und ja, arbeite an dir selbst. Ich kann es einfach nur wiederholen, es lohnt sich einfach so sehr, wenn du an dir selbst arbeitest, zum Beispiel mit 100% ich oder wenn du die Frauen verstehen lernen willst und meine eigene Geschichte, wie ich mit meinen 100 Dates umgegangen bin, warum ich Männer gut fand, warum ich Männer nicht gut fand, da wirst du ja auch für dich ganz, ganz viel herausnehmen. Daher schau dir einfach an, wie alles für dich auch wirkt, das gilt für Frauen natürlich ganz genauso. Also nicht nur die Männer sollten an sich arbeiten, sondern eben die Frauen auch. Und dann wirst du auch das Date nicht mehr vermasseln, weil dann kommst du in deine Authentizität, du fühlst dich einfach super frei und selbstbewusst, du kannst einfach sein, wer du bist. Und dann wirst du kein Date mehr vermasseln. In dem Sinne, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal, falls du es nicht schon längst getan hast. Empfehle es gerne weiter Freunden, die vielleicht auch Single sind oder auch nervös sind bei Dates oder wenn du jemanden kennst, wo es gerade in der Partnerschaft kriselt. Ich bin gern für euch da. Insofern, bis bald, schaut wieder rein und tschüss.